Hans-Ulrich Schmidt hat lange auf die Krankenhausreform gewartet. Er ist Geschäftsführer am großen Bergmann-Klinikum in Potsdam. Wir begrüßen die Abkehr von der rein leistungsbezogenen Vergütung. Wir begrüßen es auch, dass mehr differenziert wird, dass Maximalversorger einen anderen Stellenwert bekommen wie Grundversorger. Weil natürlich der Maximalversorger, das große Krankenhaus, eine ganz andere Vorhaltung an Strukturen hat. Weniger positiv könnte sich die Reform aber auf zwei Nebenstandorte des Bergmann-Klinikums auswirken. Kleinere Krankenhäuser im ländlichen Brandenburger Raum. Sie sollen in Zukunft eher weniger Leistungen anbieten. Die Umstellung der Krankenhauslandschaft werde Geld kosten, so die Betreiber. Geld, das sie im Moment gar nicht hätten. Die Kostensteigerungen im Bereich Personal, aber auch Sachkosten seit Beginn des Jahres 2022 sind nie ausgeglichen worden im System. Und deswegen haben wir hohe Schulden aufgetürmt und es werden jeden Monat mehr. Wie die Finanzierung geregelt werden soll, steht aber nicht im Eckpunktepapier von Bund und Ländern. Trotz solcher offenen Fragen lobt der Gesundheitsminister die Reform als großen Wurf. Die Qualität der Medizin werde steigen, etwa weil komplexe Krankheitsbilder wie beispielsweise Krebs nun zentral in einigen großen Kliniken behandelt werden sollen. Das kann ich nicht in jeder kleinen Klinik vorhalten. Es macht weder ökonomisch noch vom Personal her Sinn. Von daher diese Zentralisierung wollen wir. Am Brandenburger Bergmann-Klinikum planen sie bereits, die Reform umzusetzen und wollen sich an einem Nebenstandort auf Altersmedizin konzentrieren.